kommen wir nun zum didaktischen Konzept. Im Fokus des ersten Schuljahres steht die systematische Einführung in die Schriftsprache. Die didaktische Konzeption der sprachstarken 1 orientiert sich dabei am Spracherfahrungsansatz. Dieser bindet den Erwerb und Gebrauch der Schriftsprache eng an die individuell sehr unterschiedlichen Laut- und Schriftspracherfahrungen der Kinder an. Wegen dieser großen Unterschiede zwischen den Kindern sind die sprachstarken 1 nicht themengebunden konzipiert. Buchstaben und Wörter werden auf die aktuellen Themen der konkreten Lerngruppe und die inhaltlichen Interessen der einzelnen Kinder bezogen und das Sprachlernen wird differenziert gefördert. Damit werden die sprachstarken 1 auch den Anforderungen eines inklusiven Unterrichts und der Jahrgangsmischung in der ersten, zweiten Klasse gerecht. Die hier vorgestellte Unterrichtskonzeption des Lesen- und Schreibenlernens orientiert sich an folgenden didaktischen Leitideen. Der Schulanfang ist keine Stunde Null, individuelles Lernen im gemeinsamen Unterricht und der Handlungsorientierung. Leitidee 1. Der Schulanfang ist keine Stunde Null. Schon vor der Schule machen viele Kinder wichtige Erfahrungen mit Schrift. Wie in allen anderen Bereichen ist der Schulanfang auch beim Lesen und Schreibenlernen also keine Stunde Null. An diesen Erfahrungen knüpfen die Lernangebote der Sprachstarken an. Die Anforderungen variieren dabei mit den unterschiedlichen Erfahrungen und Kompetenzen der verschiedenen Kinder. Sie sprechen, lesen und schreiben über das, was sie inhaltlich interessiert. Dabei werden die grundlegenden Fertigkeiten immer wieder neu geübt, an individuell bedeutsamen oder gemeinsam verabredeten Inhalten. Das gilt sowohl für das Erlesen unbekannter Wörter bei der selbstgewählten Lektüre als auch für das lautierende Verschriften von neuen Wörtern in eigenen Texten. Remo Lago, der bekannte Schweizer Kinderarzt, hat in seiner großen Längsschnittstudie belegen können, wie groß die Unterschiede der Kinder bei der Einschulung sind. Wenn eine Lehrerin eine Klasse mit 20 siebenjährigen Kindern vor sich hat, dann unterscheiden sich die Kinder in ihrem Entwicklungsalter, bezogen zum Beispiel auf das logische Denken, die Motorik, das Sozialverhalten, die Sprachentwicklung, das räumliche Vorstellungsvermögen, das Zahlenverständnis und auch das Lesen und Schreiben jeweils um mindestens 3 Jahre. Auf der Grafik sehen Sie, alle Kinder sind 7 Jahre alt. Ihr Entwicklungsalter in den einzelnen Lernbereichen streut aber von 5,5 Jahren bis zu 8,5 Jahren. Das sind 3 Jahre Differenz. Ein gleichschrittiger Lehrgang mit gleichen Anforderungen für alle Kinder zur selben Zeit kann diesem Anspruch nicht gerecht werden. Leitidee 2. Individuelles Lernen im gemeinsamen Unterricht. Das Lesen und Schreibenlernen ist ein Prozess eigenständiger Rekonstruktion des Schriftsystems durch die Kinder und bedeutet die schrittweise Entwicklung von Kompetenzen. Fehler sind dabei oft Vereinfachungen der komplexen Schrift durch die Kinder und sie stellen wichtige Zwischenstufen auf dem Weg zum Können dar. Deshalb brauchen die Kinder Raum und Zeit für individuelle Zugänge und für Zwischenformen auf dem Weg zur Konvention. Das schließt eine gewisse Fehlertoleranz ein. Dabei werden Kinder, die zum Beispiel mit dem Berner Dialekt aufgewachsen sind, manche Laute anders verschriften als Kinder aus dem Thurgau und beide anders als Kinder mit italienischer oder albanischer Muttersprache. Aber in dieser Einstiegsphase kommt es noch nicht auf orthografische Korrektheit einzelner Wörter an, sondern darauf, dass die Kinder grundsätzlich begreifen, wie sich die Buchstabenfolge von Wörtern auf ihre Lautform bezieht. Und sie sollen diese Einsicht in ihren ersten kleinen Texten so umsetzen können, dass gutwillige Leserinnen und Leser sie entziffern können. Um jedem Kind die Möglichkeit zu bieten, an seinem individuellen Entwicklungsstand anzuknüpfen und seinen passenden nächsten Schritt zu tun, sind die Materialien und Aufgaben der sprachstarken 1 bewusst sehr vielfältig und sehr offen gehalten, sind aber trotzdem in das gemeinsame Tun eingebunden. Lesen und Schreiben lernen auf eigenen Wegen, aber nicht allein.
Leitidee 3. Die Handlungsorientierung. Die Kinder müssen nicht nur einzelne Kenntnisse und Fertigkeiten erwerben, sondern auch grundlegende Einsichten in den Aufbau und die Funktion der Schriftsprache gewinnen. Ohne Einsicht in die Funktionen des Lesens und Schreibens fehlen vielen Kindern die Grundlage und die Motivation, sich auf die kognitiven und motorischen Anstrengungen einzulassen, die die komplexe Aneignung der technischen Aspekte der Schriftsprache erfordert. Lesen und Schreiben sollten deshalb auch im Klassenzimmer als soziale Handlungen inszeniert und genutzt werden. Vorlesen, Briefe schreiben, Tagesplan gemeinsam erstellen und ähnliche Aktivitäten. Diese ermöglichen den Kindern individuell bedeutsame Erfahrungen. Sie lesen, um etwas Neues zu erfahren. Sie schreiben, um anderen etwas mitzuteilen. Detailliert erläutert und begründet wird das Konzept mit seinen Leitideen und dem Bezug zur aktuellen Forschung in einem separaten Didaktikband.